Thema Haarverlust während der Chemotherapie. Eine Sache, wo ich sehr, 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 sehr viele Nachrichten von euch bekomme, sowohl bei Instagram als auch hier bei YouTube oder auch auf meinem TikTok-Channel. Und deswegen dachte ich mir, ich mache doch heute noch mal ein YouTube-Video dazu, damit ich hoffentlich auch alle Fragen gut beantworten kann. Also erstmal schön, dass ihr wieder am Start seid. Freut mich natürlich sehr, dass sich meine Videos auch weiterhelfen und auch interessieren. Ja, das Thema Haarverlust während der Chemotherapie. Und ich glaube, gerade für uns Frauen ist das schon eine sehr, sehr, sehr harte Sache, eine sehr krasse Nebenwirkung, die aber nicht bei jeder Chemotherapie auftreten muss. Also es gibt ja auch immer verschiedene Chemotherapien. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Stärke drauf an. Also soweit ich weiß, bei Lymphdrüsenkrebs, bei der Chemotherapie fallen sie meistens schon aus. Es kommt aber, wie gesagt, ein bisschen drauf an, wenn ihr noch in einem relativ frühen Stadium seid. Und ihr bekommt zum Beispiel nur die ABVD-Chemotherapie, kann es sein, dass euch die Haare zumindest zum Teil erhalten bleiben. Meistens werden sie aber schon auch ein bisschen dünner und ja, werden halt brüchiger, spröder, strohiger. Also bei mir sind leider alle Haare ausgefallen. Also ich hatte auf dem Kopf keine Haare mehr. Ich hatte halt eine Glatze dann. Muss aber sagen, ich habe sie kurz vorher schon abrasiert. Dazu kommen wir aber gleich. Ich hatte keine Augenbrauen mehr, keine Wimpern zum Schluss und auch keine Körperbehaarung mehr. Das einzige Komische waren, die Haare an meinem Arm sind noch geblieben. Und zum Beispiel dieser Flaum, den man so ein bisschen so am Bauch hat, der ist komischerweise auch geblieben. Also ich weiß es nicht. Aber sowohl im Intimbereich als auch unter den Armen und an den Beinen sind die Haare auch ausgefallen. Bei mir war es genau an Tag 10, lustigerweise, also naja, eigentlich nicht lustigerweise, aber haben meine ganzen Krebsgirls, mit denen ich mich ja im Vornherein auch schon immer so ein bisschen ausgetauscht habe, haben gesagt, Laura, an Tag 10 werden dir die ersten Haare wahrscheinlich ausfallen. Also bei fast allen war es komischerweise an Tag 10 nach der Chemotherapie, also nach der ersten Chemotherapie. Und ja, an Tag 10, am besagten Tag 10, saß ich dann auf der Couch, habe mich an meinem Ohr gekratzt und hatte auf einmal so ein Haarbüschel in der Hand. Und ich habe mir so, hä? Ich habe gar nichts gemerkt, dass irgendwas rausgerissen ist. Ja, da hat der Haarausfall angefangen. Also man kann sich das so vorstellen, normalerweise tut es ja weh, wenn man Haare auszieht. Also selbst wenn man nur ein einzelnes Haar nimmt und rauszieht, dann piekt es ja auf der Kopfhaut. Während einer Chemotherapie werden ja sowohl gute als auch schlechte Zellen angegriffen und somit halt auch die Haarzellen. Keine Ahnung, ob die irgendeinen bestimmten Namen haben, aber dann ist es eben so, dass ihr die Haare quasi büschelweise ausreißen könnt. Und ja, das war echt nicht ohne, muss ich sagen. Ich habe mich natürlich psychisch schon voll darauf vorbereitet. Das war übrigens auch die allererste Frage, die ich damals meinem dem HNO-Arzt, genau, der mir die Diagnose gestellt hat, gefragt habe. Das heißt, mir werden alle Haare ausfallen. Also das war echt hart am Anfang für mich. Und ja, also Tag 10, wie gesagt, hat es angefangen und es ging dann wirklich rasant schnell, dass die Haare auch ausgefallen sind. Ich habe mich dann auch gar nicht mehr getraut, ab dem Tag meine Haare zu waschen und auch nicht zu kämmen. Das war super ekelhaft, sage ich euch. Ich habe die einfach immer nur noch straight nach hinten gebunden, in einem Knödel, den ich hier hinten zusammengebunden habe. Ich habe über Nacht dann immer so eine Haube drüber gezogen, damit die mir auch über Nacht nicht ausfallen, weil wenn man schläft, schläft man ja oft so unruhig. Und ich hatte dann auch in der Früh immer ganz viele Haare, auch in dieser Haube. Boah, das war echt nicht ohne. Also ich hatte dann irgendwann hier oben so einen ganz, ganz kahlen Ansatz und es hat dann schon richtig wehgetan auf der Kopfhaut, weil die Haare da ja alle ausgefallen sind. Und dann habe ich gesagt, nee, die müssen jetzt ab. Ich habe mir eine richtige Haarparty draus gemacht, sage ich jetzt mal so, weil es für mich dann einfacher war, die ganze Sache irgendwie rumzukriegen. Ich habe meine Eltern geschnappt, habe mir eine Freundin geschnappt, die ist auch Hairstylistin, die hat mir dann auch geholfen beim Haare schneiden. Wir haben Pizza bestellt, wir haben ein bisschen Sekt getrunken dazu, und das hat mir irgendwie voll gut getan, weil es dann nicht so schlimm war für mich. Ich glaube, hätte ich das so einfach beim Friseur machen lassen, ich glaube, das, ja, wär für meine mentale Health nicht so gut gewesen. Und ich muss auch sagen, ich habe auch die ersten Schritte beim Abrasieren habe ich dann noch selbst gemacht. Auch das hat mir gut getan, weil ich es selbst irgendwie gemacht habe, selbst diesen Schritt gegangen bin. Wir haben aber davor auch noch ganz viele unterschiedliche Frisuren ausprobiert, was mir denn stehen würde. Wir haben sie einmal auf die Länge geschnitten, dann haben wir so einen frechen Pixie-Cut geschnitten, einfach um zu schauen, wenn sie mir wieder nachwachsen, was steht mir eigentlich. Und ja, genau, dann habe ich sie mir abrasiert und man soll sie auch am Anfang gar nicht ganz kahl rasieren, sondern immer noch ein bisschen was stehen bleiben, weil sich sonst die Kopfhaut entzünden kann.
haben wir dann auch gemacht. Michael sah dann ein bisschen aus wie so ein Leopard, weil an manchen Stellen waren noch mehr Haare, an manchen weniger. Das sah irgendwie ganz witzig aus. Und die sind dann aber auch nach und nach alle ausgefallen. Also ich hatte ständig überall diese pieksenden Haarstückchen. Auch das war super unangenehm. Und irgendwann hatte ich halt dann eine ganz, ganz cleane Glatze. Ich habe die mir zwischendurch während der Chemo auch mal nochmal so ein bisschen abrasiert, weil zwischendurch so ein Flaum nachgewachsen ist. Dieser Flaum, den bekommt man oft durch Cortison. Ich hatte den auch am ganzen Körper, also auch im Gesicht und an den Schultern zum Beispiel hatte ich auch immer wieder mal diesen Flaum. Den habe ich dann auch immer wieder mal abrasiert. Erstmal sind mir natürlich die Haare ausgefallen und dann, ich glaube, das war so im letzten Zyklus, sind mir dann noch die Augenbrauen und die Wimpern ausgefallen. Das war richtig krass für mich, muss ich sagen. Jedes Mal, wenn ich mich abgeschminkt habe, hatte ich ganz viele Härchen von meinen Augenbrauen auch also auf dem Wattepad und das war wirklich Horror für mich, weil ich finde, Haare ist so die eine Sache, aber wenn man dann keine Augenbrauen und keine Wimpern mehr hat, das ist halt schon echt nicht ohne, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall war ich dann wirklich komplett hairless im Gesicht. Ich habe mir aber meine Perücken, habe ich mir schon bevor meine Haare ausgefallen sind, geholt. Ich glaube sogar noch bevor die Chemo angefangen habe. Zumindest meine teuren Kunsthaarperücken. Ich habe dazu auch schon mal ein Video gemacht, falls euch das interessiert. Da habe ich so ganz teure Perücken mit super Billo-Perücken von Amazon verglichen. Und als Spoiler vorab, es gibt auch billige Perücken, die wirklich gut sind. Also man muss meistens halt eine Mütze oder einen Hut dazu aufziehen, weil dieses Haarnetz halt sehr billig aussieht, wie sie halt auch sind. Klar, die werden natürlich nicht mit Hand gestickt oder so, diese Perücken für 25 Euro. Aber trotzdem kann man das machen, wenn man so ein bisschen rumspielen will. Die habe ich mir schon vor meiner Chemotherapie geholt, einfach damit ich halt abgesichert bin, wenn da meine Haare anfangen auszufallen. Und ich wusste auch nicht, wie es mir während der Chemotherapie geht, ob ich da irgendwie die Zeit dazu habe, mir Perücken zu kaufen oder ja, ob es überhaupt funktionieren wird, weil ich wusste ja nicht, bin ich komplett bettlägerig, kann ich was machen oder nicht. Und als mir dann die Augenbrauen ausgefallen sind, das war dann schon sehr sad für mich. Da habe ich mich natürlich nicht im Vornherein darüber informiert, weil es kann auch sein, dass die Augenbrauen nicht ausfallen. Auch das ist wieder ein bisschen unterschiedlich. Eine Freundin von mir, die hat nochmal eine stärkere Chemo als ich bekommen und die sind zum Beispiel nicht ausgefallen. Also das ist immer so ein bisschen individuell. Wimpern sind mir leider auch komplett ausgefallen, aber da muss ich sagen, gibt es ja mittlerweile echt gute Klebewimpern und die kann man dann auch wirklich gut aufkleben, wenn da nichts ist, weil ich habe zum Beispiel immer Probleme, wenn ich wirklich Wimpern habe, mir dann zusätzlich noch Kunstwimpern darauf zu kleben, aber das funktioniert auf jeden Fall ganz gut und ich habe mir sogar Augenbrauenperücken gekauft, das gibt es sogar aus Echthaar, die sehen auch wirklich wahnsinnig echt aus, muss ich sagen. Müsst ihr mal schauen, in verschiedenen Perückenläden gibt es die, ich glaube online kann man die auch bestellen, ich habe die mir dann in einem Perückenladen geholt und die kann man dann wirklich aufkleben und die halten dann sogar auch ein paar Tage. Schwierig wird es halt nur mit Aufkleben, wenn ihr ja gar keine Härchen mehr habt und dann wirklich diesen richtigen Winkel zu finden. Ich habe auch Anfang versucht, als sie anfangs ausgefallen sind, nur so ein bisschen die auch immer wieder nachzuzeichnen, aber irgendwann sah das dann auch nicht gut aus und ja, irgendwann wird es halt einfach passieren. Und dann fallen sie aus, aber sie wachsen wirklich schnell wieder nach. Also so viel dazu. Wann sind mir die ersten Haare nachgewachsen? Also ich hatte zweimal Bärkopf, zweimal ABVD. Die Haare sind, wie gesagt, schon während der ersten Bärkopf ausgefallen. Ich habe die dann auch vor meinem zweiten Zyklus noch komplett abrasiert. Also ich hatte dann bei meinem zweiten Zyklus im Krankenhaus auch schon eine Glatze. Augenbrauen und Wimpern waren aber noch da. Und wie gesagt, Augenbrauen und Wimpern sind dann, ich glaube, das war so im letzten Chemozyklus bei ABVD, sind die dann noch ausgefallen. Und angefangen zu wachsen hat alles wirklich eigentlich super schnell wieder nach meiner ABVD-Chemotherapie. Also da kamen dann auch wirklich schnell wieder die ersten Wimpern, die ersten Augenbrauenhärchen. Und die Haare sind dann auch nachgewachsen. Allerdings war das Ganze noch sehr flaumig, muss ich sagen. Also es hat sich angefühlt wie bei so einem Baby, wenn die Haare nachwachsen. Und ich muss sagen, ich sah da irgendwie kränker aus als mit Glatze, als ich diesen Flaum hatte. Also ich fand es ganz schrecklich. Deswegen habe ich sie mir zweimal nochmal komplett abrasiert, einfach dass dann danach wieder die festen Haare nachwachsen. Und das hat wirklich funktioniert. Den Tipp habe ich auch von einer bekommen bei Instagram, die hatte eben auch schon die Chemo und hat mir dann den Tipp gegeben gegen diesen Haarflaum. Und das hat wirklich funktioniert. Ich habe dann ihr müsst natürlich nichts nehmen, die Haare wachsen so oder so nach, aber ich wollte das Ganze halt ein bisschen beschleunigen. Ich habe dann einfach immer ein Wimpernserum benutzt, ein Augenbrauenserum und für die Haare hatte ich auch ein Serum oder Rizinusöl kaltgepresst. Ich habe das immer ein bisschen abgewechselt, weil das Rizinusöl ja die Kopfhaut auch super gut pflegt. Ich kann euch unten auch in die Infobox nochmal ein paar Produkte verlinken, die ich benutzt habe.
ihr müsst es nicht nehmen. Ich weiß nicht, ob meine Haare genauso schnell wieder gewachsen wären, wenn ich die Sachen nicht benutzt hätte. Aber bei mir ging es wirklich so, so, so schnell. Und am Anfang kommen die Haare auch nicht so dicht wieder. Also man sieht dann teilweise echt ein bisschen gefleckt aus auf dem Kopf. Aber es wird wirklich so, so schnell. Also ich hatte ungefähr nach 2 Monaten waren meine Wimpern und meine Augenbrauen eigentlich fast wieder komplett da. Und die Haare, die haben halt auch ein bisschen gebraucht, bis sie dann noch wieder voller geworden sind. Also anfangs waren sie schon immer noch mal ein bisschen flaumiger. Aber die sind wirklich schnell, schnell nachgewachsen. Also da braucht ihr euch wirklich keine Gedanken machen. Ich habe dann mit der Blondierung, habe ich erst angefangen, so ungefähr nach 4 Monaten nach der Chemo. Man soll da nicht zu früh starten und auch erstmal schauen, wie die Kopfhaut darauf reagiert. Weil die Kopfhaut kann halt von der Chemo schon noch sehr angeschlagen sein. Also da müsst ihr halt selbst ein bisschen testen, wie ihr da wie sensibel ihr da seid. Aber ich glaube, nach ungefähr 4 Monaten haben wir dann das erste Mal angefangen zu blondieren. Ich habe es halt geliebt. Ihr wisst ja, ich trage die Frisur immer noch. Ich war gestern auch wieder beim Friseur und ich liebe einfach diesen Buzzcut. Das war für mich nochmal wirklich ein ganz neues Feeling, weil am Anfang sind sie halt so dunkelblond nachgewachsen und mittlerweile sind sie übrigens so dunkel geworden. Also das ist echt krass. Die Haarfarbe und die Haarstruktur können sich ja durch die Chemo total ändern. Und bei mir sind sie viel dunkler geworden, als sie am Anfang waren. Also es war echt crazy. Genau, und sie sind jetzt auch viel dichter und voller, als sie vor der Chemo waren. Ich weiß nicht, ob ich diese berühmten Chemo-Locken habe. Keine Ahnung, weil so lange habe ich sie ja noch nicht wachsen lassen. Aber ich habe halt die Hoffnung, weil ich muss ehrlich sagen, ich will keine Locken haben. Ich habe die Hoffnung, dass ich sie mir jetzt einfach so oft schon abrasiert habe, dass gar keine Locken dann kommen, wenn ich sie dann quasi wieder lang wachsen lasse. Weil ich gehe mal davon aus, hätte ich sie jetzt wachsen lassen. Ich hatte im November 2021 meine letzte Chemo. Die werden jetzt wahrscheinlich schon auch so lang, so schnell wie meine Haare eigentlich wachsen. Also könnte ich mir wirklich vorstellen. Aber ja, mal schauen, wenn ich sie dann wieder lang wachsen lasse. Ich glaube, das war's jetzt eigentlich. Ich habe euch ja zwischendurch jetzt auch ein paar Bilder eingeblendet. Ich hoffe, ich konnte euch damit vielleicht ein bisschen weiterhelfen. Wie gesagt, wenn ich euch irgendwas verlinken kann oder euch für irgendwas empfehlen kann, das werde ich dann in der Infobox unten verlinken. Schreibt mir immer gerne nochmal, wenn ihr Fragen habt. Aber glaubt mir, ich meine, ich weiß, es ist nicht einfach, wenn die Haare ausfallen, aber sie kommen so schnell wieder nach und vielleicht habt ihr sogar Glück und sie kommen noch schöner wieder nach. Also ich kann es wirklich nur sagen, auch meine Augenbrauen, ihr seht ja, wie voll die mittlerweile wieder sind. Meine Wimpern sind wieder wunderschön. Also ich habe jetzt gerade Lash Extensions drauf, aber die sind auch wieder ganz, ganz lang geworden. Also es geht alles schneller, als man denkt. Und Hauptsache, ihr seid wieder gesund. Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together.